Und weiter geht's in meinem Let's Play zu Ratchet & Clank Tools of Destruction. Im letzten Teil sind wir hier auf dem Planet Fastoon angekommen und haben uns da Aufgabe gemacht, das zerstörte Lombax-Raumschiff zu reparieren. 5 Teile haben wir schon gesammelt und das letzte Teil wird jetzt uns der schöne Clank in der Ranitanium-Mine beschaffen. Folgen? Jetzt folgen Zoni. Die. Na genau, das sind die Zonis. Unsichtbare Wesen, die durch die Zeit reisen. Schweben. Oh, ich liebe die Zonis. Aber als Clank zu spielen ist sowieso am coolsten. Das ist doch immer das Magischere an dem Spiel Secret Agent Clank so gern, weil da spielt man ja nur Clank. Außerdem, man ist mal im Gefängnis, dann muss man Ratchet spielen. Aber sonst spielt man hauptsächlich nur Secret Agent Clank. Folgend schweben kann ich bisher nur machen, naja. Greift ihn an! Gehorcht euren Herren! Ja, Ratchet hat nur... Clank, mein Schatz, hat nur 5 Lebenspunkte. Er kann sich auch nicht upgraden. Muss man auch nicht. Boah, das war knapp. Kommt, greift sie an, meine Zoni-Gefährten. Gehorcht eure fliegenden Herren. Sauber. Huh? Was war das denn, ey? Wir können diesem Gebilde Leben einhauchen. Reparieren. So cool. Als Clank habe ich immer früher gerne gespielt. Da habe ich immer so einen extra Speicherstand erstellt, damit ich diese Stellen öfters machen konnte. Total bescheuert eigentlich. Oder greift sie an! Greift sie an, ich hole noch mehr. Mit Zoni-Massaker hier, ey. Okay. Ich muss kurz mal ein bisschen was lauschen. Perfekt. Wir können dieser Struktur leben.
lebend entziehen. Erinnert mich ein bisschen an die Hogwarts-Tür. Denk an die Lektionen, Herr. Oh. Boah, das war knapp. Darauf. Tötet sie. Ich will mich ein bisschen hier um das Ranitanium kümmern. Oh, noch mehr. Sie kehren zurück. Oh. Die Krakmiten waren das dann wohl. Kurz mal. Oh, kurz mal ausstrecken. Laut Datenbank haben Sie jetzt alle Teile, um das Schiff zum Laufen zu bringen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in den virtuellen Diagnoseservice von Gadgetron. Wir buchen die angefallenen Kosten innerhalb von 3 Tagen von Ihrem Konto ab. Na. Jahresabo. Boah, glaube ich, habe ich viele Bolts. Ich kann mir echt neue Waffe kaufen gleich mal. Oder ich spare für die nächste Rüstung. Mal gucken. Was zuerst eintrifft. Guck mal, Ratchet hat immer noch die Fähigkeit, Zeit anzuhalten. Worauf könnte das wohl anspielen? A crack in time. Faxen. Ich bin hier fertig, ne? Ja. Kann ich eigentlich auch beim Apparat. Ja, geil, kann ich echt. Man kann die Flügel aktivieren. Okay, wir haben alles, was wir brauchen. Lass uns loslegen. Ja, ja. Ja, es funktioniert. Erbärmliche Trophäen. Die haben wirklich Suchmunition verwendet. Oh, diese miesen Betrüger. Oh, ein Numbax. Ich hab gedacht, es gibt keine mehr. Danke für die Reparatur. Bitte sehr. Warum hat das... Was sind Trophäen? Unangenehme westliche Kleinkreaturen von Planeten Zurich. Tachyon hat mit Raritanium ihre Loyalität erkauft. Und sie für eine persönliche Armee rekrutiert. Ja, das sind diese komischen Viecher, die wir die ganze Zeit zertrampeln. Warum hat Taki und die Lombaxe angegriffen? Wo sind die Lombaxe? Es tut mir leid. Anscheinend wurde mein Speicherball auf frei beschädigt. Ich erinnere mich nur noch daran, wie ich Sperrfeuer auf den Hof von Azimut gerichtet habe. Kannst du diese neue Holonachricht abspielen? Warum hat Taki und die Lombaxe angegriffen? Eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich um ihre Technologie zu stehlen. Alle seine Schiffe, seine Vollstrecker, die Nanotech-Rüstungen, die er den Profiten gegeben hat. All diese Dinge wurden mit gestohlener Lombax-Technologie entwickelt. Kannst du diese Holonachricht abspielen? Was ist hier passiert? Takion hat die Stadt mit seiner Profitenarmee zerstört. Ein grausamer Rachakt. Hätte er bloß gewusst, wie böse diese Krakmiten waren. Hätten sie den großen Krieg gewonnen, wäre das ganze Universum unter ihre Schreckensherrschaft gefallen.
Na dann hoch den Unboxen. Natürlich. Ich habe einen optischen HD 47 Holo-Bildschirm. Steig ein. Schiff beitreten, betreten. Mit Stil. Alles klar. Lieben Sie Chaos und Getümmel und stehen Sie auf Zerstörung? Dann ist heute Ihr Glückstag. Denn Sie nehmen teil am, ich meine, als Zuschauer natürlich am größten, gemeinsten, grausamsten Kampf des Universums. Dem Imperialen Kampffestival. Nur für Erwachsene. Kommen Sie zum Planeten Mukov. Erleben Sie einen unvergesslichen Abend ohne böse Absichten oder Tricks. Angebot nur gültig für langohrige Waisen und ihre kleinen Robo-Freunde. Das war doch Captain Quark. Also ist es wohl eine Falle. Aber der einzige Hinweis. Mal sehen, wo er da reingeraten ist. Na, das Audio hat gestockt. Ah, jetzt haben wir die Weltraumkarte. Wir sind im Kerolium-Sektor. Planet Kobalia. Da waren wir schon. Planet Kobalia hat die größte Galatadium-Vorkommen in der Polaris-Galaxie. Kobalia fiel vor 3 Jahren für die imperiale Herrschaft und seitdem ist der Rest der Galaxie für interstellare Reisen auf Imperator Tachyons Zuteilung von Galactinium-Treibstoff angewiesen. Planet Kortok. Planet Kortok. Stratos City war einst das akademische und interaktuelle Zentrum des Kurellen-Sektors. In der berühmten Halle des Wissens sollen die Geheimnisse des großen Krieges und die Geschichte sowohl der Kragmeten als auch der Lombax ruhen. Die Halle des Wissens steht jedoch unter strengen imperialer Überwachung. Seit... Ja gut, egal. Das gucken wir uns nochmal an. Planet Mokor. Ich habe sonst alles gesammelt bisher, naja. Lombax-Volks. Der Planet wurde vor Jahren durch einen Krieg verwüstet und ist seitdem völlig verlassen. Der Aufenthaltsort der überlebenden Lombax ist eines der großen Geheimnisse der Galaxie. Heute leben nur noch Plünderer auf Fastul, die noch Überreste der Lombax-Technologie suchen. Imperiales Kampffestival, Planet Murkor. Oh, jetzt kommt gleich endlich die Kampfarena. Habe ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut. In den Hyperraum. Oh, stimmt, das kommt ja auch noch. Der Astro. Jetzt können wir das Raumschiff selbst steuern. Ich dachte eigentlich, das kommt erst danach, aber... Alles klar. Steuerung der Aphelion. Raumschiff lenken, mit Waffen zielen, Laser abfeuern. Ba-da-da. Ba-da-da-da. Oh, die Steuerung ist nicht inventiert beim Fliegen. Das ist scheiße. Kann ich das ändern? Ah, scheiße, nee. Auch da, warte. Nee, kann ich nicht steuern. Ach, ändern, Mist. Ist nicht inventiert. Sie sind auf dem Weg in den Voron Asteroidengürtel. Setzt den Kurs und aktiviert die primären Kollisionsableiter. Oh Gott. Ei, ei, Captain. Kollisionsableiter abgeleitet. Du fliegst an vielen Fällen aus. Ja, danke sehr. Guck mal, Fion. Feind automatisch an, indem du die L1-Taste gedrückt hältst. Lass los, um einen vernichtenden Angriff zu starten. Können wir Fion direkt mal zeigen, was wir drauf haben? Was wir drauf haben. Flieg durch die Nanotech-Auslöser, um die Rumpfintegrität wiederherzustellen. Ich glaube, der hier kooperiert nicht, Captain. Oh! Drastischere Maßnahmen! Oh! Oh! Verdammt! Ein so schnelles Schiff habe ich noch nie gesehen.
Oh. Ha, so ein Lombox-Raumschiff. Oh! Oh! Scheiße! Huch! Die Steuerung, ne? Boah, die Musik ist so geil! Ba, ba, na, 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 na. Lenk, hüpf auf den Gefechtsturm. Gesamte Fracht ist jetzt der rechtmäßige Besitz von Captain Slank. Oh, man sieht das genau, dass ich invertierte Steuerung gewohnt bin, ey. Ich komme gerade gar nicht klar. Oh. Ich muss nach oben drücken, um nach oben zu ziehen. Das ist so irritierend. Ja, das sieht aus wie Jupiter. Das sah gerade echt aus wie Jupiter, der Planet. Yes! Oh. Andromeda-System? Ist da, kann das gerade wirklich Neptun, dass links die Sonne ist? Nee. Das ist ganz klar, das ist Jupiter rechts. Das ist so geil! Immer schön Rollen machen. Do a barrel roll. Immer schön oben rechts auf den Typen drauf schießen. Das Raumschiff hat eine Augenklappe, das ist nicht gut. Die wollen hier rechts was, links was sehen. Oh, war das knapp. Papa, 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 da, 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 da. Und tschüss. Boah, das war ein Kampf, ey. Mein Gott. Und Vollgas. Oh, Imperiales Kampffestival. Planet Murkov. Klingt wie Makarov. Eine Pistole ist das. Puh. Okay. Aber nach diesem aufregenden Kampf gegen Roboterpiraten verabschiede ich mich erstmal und wir sehen uns im nächsten Part zu meinem Let's Play von Ratchet & Clank: Cruise of Destruction. Tschüss.